Für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, ist es gar kein Problem, dass Sie den Kollegen Nuripur mit mir verwechseln. Zwei so brillante Kollegen kann man durchaus mal miteinander verwechseln. Das verstehen wir natürlich alle gut. Aber entschuldigen Sie bitte, ich muss nach dem Kollegen Jung mit seinen, ich glaube, 17 Minuten am Ende versuchen, mit irgendeinem billigen Witz Ihre Aufmerksamkeit wieder zu gewinnen, weil ich doch finde, dass wir über mehr reden sollten als nur über die Zahlen im Haushalt. Wir haben eigentlich ja in diesem Etat auch das Europaministerium. Und ich glaube, gerade die Situation, die sich an der syrisch-türkischen Grenze abgespielt hat, die schon benannt wurde, führt uns vor Augen, in welche riskanten Situationen es führt, wenn auf der einen Seite ein geopolitisches Spiel gespielt wird, wo gebombt wird, wo mit Gewalt gearbeitet wird, nur um im Innern das Prestige zu erhöhen und geopolitisch auf eine Bühne zu kommen. Und auf der anderen Seite seit vielen, vielen Jahren auch schon ganz unklar ist, wohin eigentlich die türkische Außenpolitik führt. Vielleicht sogar klar ist, dass sie nicht mehr das Interesse von Stabilität in der Region an erster Stelle hat. Und das sollte uns doch darin bestärken, dass der Werteansatz, Kollege Karl, dass der Ansatz, dass die Europäische Union eine wertebasierte Außenpolitik macht, dass das der richtige Ansatz ist und dass dafür eine starke deutsche geschlossene Stimme ganz, ganz entscheidend ist, wenn man vorangehen will. Und was erleben wir jetzt? Was erleben wir in der aktuellen Lage, in der aktuellen Krise rund um Flucht, um Vertreibung, um Gewalt, um schreckliche individuelle Schicksale? Wir erleben eine Bundesregierung und eine Koalition, die sich dermaßen zerlegt, dass schon Partner, wo man sonst wirklich nicht unbedingt sagt, dass sie das Vernünftigste sagen, danach rufen, sie brauchen Orientierung, in welche Richtung Europa und vor allem Berlin eigentlich geht. Wir erleben eine Nebenaußenpolitik, die die Bemühungen von Herrn Steinmeier konterkariert. Herr Nuripur hat ein Beispiel gerade schon genannt. Das andere ist, da gibt es diesen Parteivorsitzenden, der privat als Vizekanzler nach Moskau fährt und da eigentlich einen Auftritt hinlegt, wie ihn sonst nur Viktor Orban für sich zugute hat, nämlich einen eigenen Energiedeal vorzuschlagen und zu fordern, die Sanktionen gegenüber Russland wären eigentlich blöd. Das ist doch kein Auftreten einer deutschen Bundesregierung in so einer kritischen Lage, meine Damen und Herren. Und dann erleben wir, wie ein bayerischer Ministerpräsident auch Außenpolitik macht und wie die gesamte CDU jetzt seit Wochen über die Schließung von Grenzen faselt. Und auf der anderen Seite reden Sie darüber, Fluchtursachen zu bekämpfen. Aber, meine Damen und Herren, wenn Sie die Grenzen von Deutschland dicht machen würden und Österreich die Grenze dicht macht und Slowenien die Grenze dicht macht und Kroatien die Grenze dicht macht, dann sage ich Ihnen, wo als nächstes Fluchtursachen entstehen, weil der Bürgerkrieg dann vorprogrammiert ist, nämlich in den Erweiterungsstaaten des westlichen Balkans, die eigentlich schon viel, viel weiter gekommen sind. Das ist doch die Frage, wo sind da die Werte dieser Union? Welche Zuversicht strahlt eine so zerstrittene Koalition in dieser schwierigen Lage aus, wo der wichtigste stabilisierende Faktor, der überhaupt im Moment in Frage stehen könnte, doch die Europäische Union wäre? Nächster Punkt von Nebenaußenpolitik. Wer grenzt eigentlich an diese Region an? Griechenland. Was haben wir erlebt im Juli, als der Bundesfinanzminister so halb abgesprochen entgegen alle deutschen Interessen plötzlich Griechenland aus dem Euro und faktisch damit auch aus der Europäischen Union rausschmeißen wollte? War das denn etwas, was mit der jetzigen Lage überhaupt zu vereinbaren ist? Und dann etwas anderes. Dieser Außenminister macht etwas, was schon lange kein deutscher Außenminister mehr gemacht hat und was ich ausdrücklich loben möchte. Er bemüht sich persönlich um die Friedensbemühungen auf Zypern. Sie waren dort, Herr Außenminister. Auf Zypern ist das sehr gut angekommen. Wenn es uns gelingt, im nächsten Jahr dort eine Lösung vielleicht hinzukriegen, dann wäre das doch ein Signal von Stabilität, was auch eine Ausstrahlung auf das Nachbarland nach Syrien haben könnte, was auch die Frage des Verhältnisses Russland-Türkei, aber auch der gesamten Region lösen könnte. Das ist Außenpolitik, die man braucht, Partner in Europa zusammenzuhalten und nicht Partner gegeneinander auszuspielen. Meine Damen und Herren, ich glaube, Europa ist in dieser Situation gefordert. Und es ist uns ganz klar, die Welt um uns herum wird gefährlicher. Und ich bin der festen Überzeugung, wir brauchen zwei Aspekte, wenn wir durch die nächsten Jahre mit unseren Werten durchkommen wollen. Wir brauchen zum einen die klare Antwort, dass niemand
Europa stärkt, wenn irgendeiner rausgedrängt wird oder es eine Spaltung gibt oder neue Gremien gegründet werden, in denen andere drin sind, manche nicht. Wir müssen trotzdem die Wirtschafts- und Währungsunion, also die wirtschaftliche Zutrauen in die Europäische Union stärken und zeigen, dass wir in der ökonomischen Krise handlungsfähig sind, dass in Europa junge Menschen Chancen haben, weil wir doch sehen, wie die Jugend aus anderen Teilen der Nachbarschaft flieht, weil sie eben dort keine Chancen hat. Es ist doch keine Antwort auf die für die jungen Menschen auf dem Balkan, die vor Korruption und die vor Hoffnungslosigkeit, vor einer grassierenden Arbeitslosigkeit nach Europa fliehen, wenn wir uns nicht auch um die wirtschaftlichen Probleme der Jugend im Süden Europas oder auch in anderen Staaten kümmern. Aber wir müssen, wenn wir wissen, wir müssen alle zusammenhalten, alle 28, auch klar machen, dass man die Wertegrundlage der Europäischen Union dabei nicht infrage stellen darf. Und da wird Deutschland gefordert sein, gegenüber unseren Partnern in Großbritannien klare Worte zu sprechen, klare Worte, dass wir gemeinsam weiterarbeiten wollen, aber klare Worte auch, dass die Werte der Europäischen Union nicht verhandelbar sind. Meine Damen und Herren, gute deutsche Europapolitik ist verlässlich. Sie ist oftmals eine Politik der Mitte, die Ausgleich zwischen Ost und West, zwischen Süden und Norden. Das ist die Rolle, die Deutschland wieder einnehmen muss. Sie verhindert, dass Partner rausgedrängt wurden, aber sie bringt auch Partner dazu, sich zu verändern. Dieser Motor von Integration in Europa, den Deutschland sein soll, den kann diese Koalition nur dann leisten, wenn sie zu Geschlossenheit findet und wenn sie sich auf das besinnt, was die Werte Europas sind. Und dazu gehört gerade in der Flüchtlingsfrage das humanitäre, das christliche, abendländische, humanistische, jüdische Wertefundament. Danke. Vielen Dank. Nächster Redner ist Christian Petri, SPD-Fraktion.